Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 6 der Jorvik City Quest. Ja, wir sind wieder auf Südhof, denn hier geht's weiter bei Erik. Ja, schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. Nein, nein, nein! Wo ist die Brieftasche? Ach ja, das Handy. Ich darf nicht vergessen, es mitzunehmen. Ximena, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss eine Fähre erwischen. Was passiert ist? Madison ist weg. Sie ist verschwunden, als sie und Jonas gestern in Fort Pinter waren. Tut mir leid, dass ich deine Sorge nicht ernst genommen hatte, Ximena. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich versuchen, Madison zu finden. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Sie hätte es besser wissen sollen, statt einfach so von Jonas wegzulaufen. Wenn ich sie finde, sorge ich dafür, dass sie Hausarrest bekommt. Bis sie 35 ist. Du sagst, du willst mir helfen, nach Madison zu suchen, Ximena? Danke, das weiß ich zu schätzen, aber wir reden später weiter. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe voraus und wir können uns später im Shoppingcenter treffen. Wir sehen uns dort. Triff Erik im Shoppingcenter. Ja, okay. Das heißt, wir düsen jetzt zur Fähre. Müssen auf die Fähre warten, müssen dann ja, rüber nach Fort Pinter und von Fort Pinter dann ins Shoppingcenter. Oh Mann, ja dann mal los. Oh Mann, was hat Madison da sich denn wieder einfallen lassen? Echt unmöglich, das Kind. Nein, okay, aber es hat sicherlich einen Grund. Sie macht es sicher nicht irgendwie einfach so. Irgendwas ist da ja hinter. Ob es da mit dem Herrn Anwirt zusammenhängt, wahrscheinlich mit dieser Zeitung, die man da gefunden hat oder die, ja, wo der Einsiedler uns auch gestern von erzählt hat. Mal sehen. Ich hoffe, jetzt kommt die Fähre schnell, dass wir schnell ins Shoppingcenter düsen können. Da drüben ist ja Fort Pinter schon. Das ist ja eigentlich nicht wirklich weit. Aber da kommt auch schon eine Fähre angefahren. Na, das klappt ja ausnahmsweise mal. Ja, und Jorvik City müsste ja da hinten irgendwo jetzt liegen, quasi. Hinter diesem Berg, hinter dieser Bergkette. Aber gut. Schauen wir mal, was da jetzt sich weiterentwickelt. Im Shoppingcenter, was er da wohl treibt. So, auf die Fähre. Gut, was los hier? Alle auch noch beschäftigt mit den Südhof-Quests bzw. den Jorvik City-Quests wahrscheinlich, die halt uns ja auch nach Südhof treiben erstmal. Naja, huch, wo kam die Mia denn jetzt her? Auch nicht schlecht. Ja, der gute Snow Prince. Jetzt zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit finde ich ihn das optimale Pferd einfach. Er ist zwar ausgelevelt, aber er ist irgendwie echt noch so ein Liebling von mir, den ich unheimlich gerne für solche Questreihen dann reite. Finde ihn einfach total schick. So, los geht die Fahrt nach Fort Pinter. Ja gut, mit dem Bus ist ja jetzt wenigstens eine flotte Geschichte. Im Moment ist ja, wie Star Stable schrieb, ja, der Busverkehr erhöht worden, vervierfacht worden. Wir haben ja im Moment 4 Busse. Wir müssen also nicht mehr warten an der Bushaltestelle, auch nicht, wenn wir ins Shoppingcenter möchten. Das ist ganz schön, aber das soll ja auch alles wieder zurückgeschraubt werden. Zumindest stand es so in den News. Schauen wir mal, wann es soweit ist, wann sie es zurückschrauben und inwiefern es zurückgeschraubt wird. Ob es dann wirklich wieder, ja, nur noch der Bus ist, der an der Bushaltestelle steht, auf den wir dann ständig 2 Minuten warten müssen, weil er einem ja prinzipiell vor der Nase wegfährt. Also mir zumindest. Kennt ihr aber bestimmt auch. Na, man kommt zur Bushaltestelle gestürmt und sieht wirklich nur noch, wie der Bus fährt. Oder man kommt noch bis an die Bushaltestelle, der Bus steht da, man springt sogar noch vom Pferd, rennt zum Bus. Und in dem Moment, wo man angekommen ist, fährt er. Also bei mir ist es irgendwie immer so. Ich weiß nicht. Das ist, ich habe schon gesagt, das ist irgendwie wie geplant. So nach dem Motto, ja, die Xim, die will jetzt ins Shoppingcenter. Die legen wir doch mal wieder rein. Die ärgern wir doch wieder ein bisschen. Da lassen wir jetzt mal den Bus wieder vor der Nase abzischen. Naja, aber gut. Da das ja auch vielen passiert, ich höre es zumindest von vielen. Na, vielleicht ist es ja doch nicht nur eine Gehässigkeit mir gegenüber. Man weiß es nicht. Gut, aber wie auch immer, wir haben jetzt gleich hier vorne einen Bus und können dann hier auch ins Shoppingcenter fahren. Die Busfahrkarte brauchen wir natürlich auch, aber das wisst ihr ja alles. Ihr seid ja sicherlich auch gerade da viel unterwegs. So, und hier dann ab Shoppingcenter. Und wir fahren durch die grüne Landschaft. Hier sehen wir 2 Busse. Da hinten ist Jorvik City, das Shoppingcenter wahrscheinlich. Und schon sind wir da und da steht auch schon Erik. Hallo Erik, wir sind angekommen. Madison, Madison, wo ist dieses Kind nur? Ja, weiß ich nicht. Madison, Madison, Ximena, was glaubst du, wohin Madison gegangen sein könnte? Jonas hat gesagt, er hätte Madison zuletzt bei der Bushaltestelle sitzen sehen, als der Bus am Shoppingcenter ankam.
Als er wieder nach Madison sah, war sie weg. Also muss sie den Bus hierher genommen haben. Aber wohin könnte sie denn gegangen sein? Hast du vielleicht irgendeine Ahnung, wer Madison gesehen haben könnte? Der Hausmeister dort? Sieht nicht so aus, als wäre er bester Stimmung. Ich glaube, wir sollten ihn lieber nicht stören. Ich verstehe, du kennst ihn, das ändert natürlich alles. Reden wir mit ihm. Tja, machen wir natürlich. Ja, komm mal mit, Eric, genau. Lass uns mal mit dem Hausmeister hier reden. Pah, die Leute heutzutage haben einfach keine Manieren. Ich hoffe, du bist nicht hergekommen, weil James dich wegen etwas geschickt hat. Denn im Moment muss ich das hier sauber machen. Ach, schon wieder? Oh mein Gott, der ist auch nur am Putzen, der Mann. Hat er da ein Blümchen? Auf der Brust sitzen? Das sehe ich jetzt erst. Okay. Ximena, wie du sehen kannst, habe ich viel zu tun. Aber sag mir, wie ich dir helfen kann. Ja, genau. Tut mir leid, dich zu stören, aber du hast nicht zufällig meine Tochter gesehen, fragt der Erik den Hausmeister. Und hier sehen wir auch den Schmutz dahinter. Deine Tochter? Sehe ich wie ein Babysitter aus? Ich muss ja meine Arbeit erledigen, alles klar? Siehst du diese Sauerei? Limo überall auf dem Boden. Und so etwas muss ich sauber machen, weil junge Leute heutzutage keine Manieren haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gerade den Boden fertig gewischt, als ein kleines Mädchen mit großen Kopfhörern hereingeeilt kam. Sie wischte sich nicht einmal die Schuhe ab und wollte Hilfe, um einen Bus zu finden. Ohne sich zu bedanken, raste sie dann los und verschüttete eine Menge Limo. Große Kopfhörer? Hatte sie braune Haare und ein rosa Kleid an? Ja, das ist bestimmt Madison gewesen. Darauf kannst du wetten. Ich hoffe, sie hat nicht auch auf dich Limo gekippt. Aber jetzt muss ich das hier sauber machen. Das muss Madison gewesen sein. Weißt du, welchen Bus sie genommen hat? Ich habe keine Zeit nachzuschauen, welchen Bus die Kinder nehmen. Nicht, wenn ich so viel sauber zu machen habe. Ximena, was sollen wir tun? Der Hausmeister hat doch eindeutig Madison gesehen. Wenn du dem Hausmeister beim Saubermachen hilfst, bekommt er vielleicht bessere Laune? Bestimmt. Komm, haben wir Lappen oder geht das so? Nö, wir haben keinen Lappen. Oder doch, was ist das hier? Lappen, na ha, guck. Jetzt aber. Schnell mal hier über den Boden gerutscht. Das kriegen wir auch noch hin. So, vielleicht kriegen wir dann ja die Info, wo wir hin müssen, wo es weitergeht und wo Madison hingefahren ist. Oh Mann, spannende Geschichte. Ich muss sagen, echt, die Questreihe hier ist echt klasse. Die macht super Spaß. So, das wäre geschafft. Es ist sauber. Die Limo ist weg, Hausmeister, komm. Huch, du hast bereits alles sauber gemacht? Ja, ja, wir brauchen Infos. Komm, raus damit. Ja, ja, ich helfe dir und deinem Freund Ximena. Das Mädchen, nach dem ihr sucht, ist zu Aydins Platz gefahren. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr sie vielleicht noch. Vielleicht erwischt ihr vielleicht noch den nächsten Bus. Er fährt direkt hier draußen ab. Ja, dann mal los zu Aydins Platz. Vielen Dank für deine Hilfe. Na los, Ximena, wir sollten gehen. Ja, machen wir. Oh Gott, Erik ist ja schon davon. Auf und davon und ab zur Bushaltestelle zum Bus. Nur schnell hinterher. Wollen wir mal losstürmen. So, wo müssen wir hin? Aydins Platz. Das kriegen wir hin. So. Nächste Station, Aydins Platz. Jawohl. Jovik City. Yay. So, und hier ist jetzt Erik nicht. Das heißt, er steht vermutlich wirklich auf dem Platz. Gehen wir mal gucken. Ah, da sehe ich ihn auch. Sehr cool. Erik, hier bin ich. Okay, der Hausmeister hat gesagt, dass Madison hierher gekommen ist. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Sie könnte ja überall in der Stadt sein. Ximena, du denkst doch, dass es ihr gut geht, oder? Warum sollte sie weglaufen? Sie bekommt auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre samstags keine Süßigkeiten mehr. Boah, das ist aber hart, Erik. Hast du eine Idee, wo wir mit der Suche nach Madison beginnen können, Ximena? Du sagst, du erkennst das Café dort drüben wieder? Ja, du hast natürlich recht. Das ist das Café, das du mir in der Jovik-Gazette gezeigt hast. Scheint für den Anfang ein guter Ort zu sein. Vielleicht hat jemand dort sie gesehen. Na los, gehen wir hin. Gehe zum Café. Jupp, machen wir. Das ist das Café mit den gesalzenen Preisen, ne? So, jetzt aber. Ja, komm, Erik. Das ist ja hier wieder... Also komm, das ist ja jetzt hier mal... Ich meine, du hast... Ach komm, also nee. Für sowas habe ich ja keinen Nerv, Erik. Du hast jetzt hier Sorgen gehabt, dass deine Tochter da irgendwie... Weiß der Geier, wo verloren... Upsala. Das ist doch... Ist das nicht diese... Wie hieß denn das Ding? Diese Maschine. Gemo. Gemo-Maschine. Oder? Mal gucken. Hieß das Ding nicht Gemo? Ganz zu Anfang mal?
Was ist das? Ist das nicht Madisons Gemo? Genau. Das muss Madisons Gemo sein. Wir sollten ihn Erik zeigen. Ja, machen wir. Nehmen wir ihn mal. Und dann reden wir mal mit Erik. Aber das ist doch Madisons Gemo. Wo hast du ihn gefunden, Ximena? Ja, hier hinterm Auto. Hast du gesagt, dass er hier in der Nähe ist? Da kann Madison nicht weit sein. Madison! Madison! Oh Mann, ruf nach Madison. Okay? Dann rufen wir mal. Madison! Hallo, Madison, wo bist du? Verdammt! Oh Mensch, dein Papa ist hier. Papa, hierher, was? Wo kommt das denn her? Aus dem Auto? Aus dem Kofferraum? Was? Papa, Papa, ich bin hier drin. Bitte hilf mir. Oh Mensch, Dramatik. Papa, Ximena, bitte helft mir. Sprich mit Madison. Madison, was machst du da drin? Komm da jetzt sofort raus. Ich wollte Nightdust retten und als ich hier zum Platz kam, sah ich den Freund des dummen Mannes, der auch in der Zeitung war. Er ist mir völlig egal, was du in dem Auto machst. Es ist nicht deins, also komm sofort raus. Sonst bekommst du Hausarrest für, naja, sehr lange. Ich kann nicht, ich bin im Kofferraum gestiegen, weil die das im Fernsehen auch immer so machen. Ich wollte Nightdusts Entführer folgen, damit ich ihn retten kann. Aber irgendwie wurde der Kofferraum verriegelt und jetzt komme ich nicht raus. Bitte helft mir. Ich komme nicht heraus. Es ist so dunkel hier drin. Ganz ruhig. Wir holen dich raus. Wir müssen den Besitzer finden. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist, bevor du in den Kofferraum eingebrochen bist, Madison? Nein! Du darfst nicht mit ihm reden. Er ist doch der Pferdeentführer. Ich habe sogar Beweise gefunden, als er in das Café gegangen ist. Er ist ein Pferdeentführer. Oh mein Gott. Krass, krass. Ximena, du glaubst mir doch bestimmt. Der Freund des dummen Mannes, der Nightdust entführt hat, ist im Café. Er darf nicht erfahren, dass wir ihm auf den Fersen sind. Ja, macht Sinn, aber... Oh Mensch, Erik. Madison, das können wir alles später klären. Ximena, wir müssen jetzt versuchen, Madison herauszuholen. Die Klappe scheint sehr fest zu sein. Ich glaube, ich bekomme sie nicht auf. Hast du gesagt, dass du es versuchen möchtest? Erik kriegt sie nicht auf und wir sollen es versuchen? Okay, den Kofferraum öffnen. War wohl nix, oder? Du hast kein Glück. Was sollen wir dann sonst tun, Ximena? Wir müssen Madison aus dem Kofferraum holen. Ximena, es gefällt mir nicht, dass Madison in das Auto eines Fremden eingebrochen ist. Und normalerweise wäre es am besten, den Besitzer zu suchen und sich zu entschuldigen. Du denkst nicht, dass wir das tun sollten? Madisons verrückte Fantasien von einem Pferdeentführer sind ja wohl kaum glaubhaft, oder? Wie konnte ich das vergessen? Es besteht die Gefahr, dass er uns wegen Einbruchs in sein Auto und Verleumdung verklagt. Das ist schlimm. Wirklich schlimm. Was soll ich tun? Nein, am besten ist vermutlich, einfach hineinzugehen und das Beste zu hoffen. Ich werde mich entschuldigen und dann Madison dazu bringen, sich zu entschuldigen. Ansonsten kann sie sich den Rest des Jahres vom Rosenkohl und Fischbällchen ernähren. Ximena, du hast eine Idee? Gehst du ins Café und lenkst den Autobesitzer ab, während ich versuche, den Kofferraum zu öffnen? Okay. Ich weiß nicht, ob mir diese Idee gefällt, Ximena, aber ich verlasse mich auf dich. Ich versuche, Madison rauszuholen, während du den Besitzer des Autos im Café beschäftigst. Oh Gott, jetzt muss ich da auch noch, also hier ist jetzt nichts, jetzt müssen wir ins Café und Karl aufhalten. Karl haben wir gesehen, ja, genau. Ja, genau, er ist das. Hey, hierher, was? Ja, irgendwie müssen wir ihn aufhalten. So, Karl. Hey du, ja du, wo ist mein Eis? Ich warte schon ewig. Was? Du erkennst den Mann vor dir. Es ist Karl. Madison muss in Karls Auto eingebrochen sein. Das ist gar nicht gut. Du kommst mir bekannt vor. Wie heißt du? Aber das spielt auch keine Rolle. Arbeitest du hier oder was? Ich warte jetzt schon wieder wirklich lange auf mein Eis. Ich muss zugeben, dass die Bedienung heute die schlechteste ist, die ich seit langem erlebt habe. Selbst eine Ente könnte mich schneller bedienen als du. Warum stehst du hier noch rum? Verschwinde, ich bin ein Kunde und der Kunde hat immer recht. Also besorg mir ein Eis oder ich sorge dafür, dass dein Chef erfährt, wie schlecht du arbeitest. Das Beste, was du tun kannst, um Karl hinzuhalten, ist ihm ein Eis zu machen. Du solltest improvisieren. Ich könnte Eis essen vielleicht oder so. Und vielleicht regt er sich dann ja auf oder keine Ahnung. Was kann ich denn jetzt hier machen? Da ist Eis. Na, Schoki! Schoki-Eis. Die Eismaschine.
Im rechten oberen Bild siehst du, welche Art von Eis dein Kunde möchte. Du stellst das Eis her, indem du auf die richtige Packung Eis vor dir klickst. Wenn es schief geht, kannst du das Eis wegwerfen und neu anfangen, indem du auf den Mülleimer klickst. Viel Glück! Ja, toll. Ich kann Eis essen. Was möchte er denn? Er möchte Schoki und das. Fertig. So. Wie, das war's schon? Ist er jetzt schon zufrieden? Okay. Ja, Karl. Das ging fast zu schnell, ne? Njam, 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 njam. Du bist zwar eine faule Arbeiterin, aber du weißt, wie man ein Eis macht. Tja, immerhin. Wie heißt du doch gleich nochmal? Du kommst mir sehr bekannt vor. Als wären wir uns schon mal begegnet. Du arbeitest nicht für Herrn Anwir, oder? Na, du sagst also, dass du keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich habe das Gedächtnis eines Elefanten. Ich erinnere mich immer an Gesichter und ich weiß, dass du und ich uns schon begegnet sind. Ich werde mich schon noch erinnern, wann wir uns begegnet sind. Aber bis dahin kannst du dich nützlich machen. Schließlich stehst du hier nur rum. Na los, du hast doch bestimmt genug zu tun. Ja. Oh Mann, der Typ ist ja echt übel. Oh, da kommt Erik. Ob er fertig ist? Oder warum kommt er jetzt hier rein? Hä? Erik, was los? Ximena, es funktioniert nicht. Ich habe alles versucht. Aber der Kofferraum ist verriegelt. Ich bekomme ihn nicht auf. Ohne einen Schlüssel bekommen wir Madison da nicht raus. Oh shit, wo sollen wir denn den Schlüssel herbekommen? Ximena, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir einfach mit ihm reden. Hast du gesagt, dass der Karl heißt? Warum flüstern wir? Hast du eine Idee, wie wir Madison aus Karls Auto bekommen? Du meinst, wir brauchen dafür eine Limo? Wenn du die Limo holst, bezahle ich sie. Wenn du Karl ablenken kannst, gelangst du vielleicht an seine Autoschlüssel, um Madison zu retten. Aber zuerst musst du eine Limo besorgen. Wo bekomme ich die denn her? Hol eine Limo und bring sie Erik. Limo gibt's sie hier auch? Ja. So, okay, ich habe eine Limo, die kriegt jetzt Erik. Tut mir leid, Ximena, ich verstehe nicht, wie uns die Limo helfen soll, Madison aus dem Auto zu holen. Naja, wir kippen sie einfach über Karl drüber vielleicht. Ich verstehe, die Limo hilft uns also, Karl abzulenken und verschafft uns etwas mehr Zeit. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber ich verlasse mich auf dich, Ximena. Ich bring Karl die Limo. Wenn du Erik dazu bringen könntest, die Limo über Karl zu verschütten? Ja, ja, sag ich doch. Schubs Erik leicht, damit er die Limo fallen lässt. Ja, das schaffen wir. Schubs. Na, ob's klappt? Ja, und sie fliegt und fliegt und... Ja, Treffer versenkt. Perfekt. Yay. Ob die sich jetzt da anflaumen, die zwei, ob wir da noch schlichten müssen? Wir brauchen ja nur den Schlüssel. Oh nein, es tut mir so leid, das war ein Versehen. Ich weiß wirklich nicht, was da passieren konnte. Ich habe einfach das Gleichgewicht verloren. Entschuldige dich bei Erik, wenn Madison in Sicherheit ist. Mache ich, natürlich. Es tut mir so leid, ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. So, jetzt brauchen wir den Autoschlüssel. Dummkopf, arbeitest du hier auch oder was? Hier sind wirklich alle hoffnungslosen Fälle. Wie das Mädchen, das ewig gebraucht hat, um hier mein Eis zu bringen. Tut mir leid, ich wollte dir eine Limo kaufen. Jetzt hast du die Gelegenheit, dir Karls Autoschlüssel zu schnappen, damit du Madison aus dem Kofferraum holen kannst. Tja, schnappen wir ihn. Und jetzt haben wir wohl den Schlüssel. Jetzt mal schnell runter zum Auto. Ximena, was ist hier los? Bitte sag mir, dass du mich hier rausholen kannst. Ja, ja, mal cool bleiben. Hast du gesagt, dass du einen Schlüsselbund hast, Ximena? Worauf wartest du dann noch? Bitte hol mich hier raus. Ich muss dir zeigen, was ich gefunden habe. Warte mal, Schlüssel, Schlüssel, da. Kofferraum öffnen. Klemmt das Schloss? Nein, das darf nicht sein. Ximena, bitte gib nicht auf. Was ist los, Ximena? Es dauert vermutlich nicht mehr lange, bis Karl zu seinem Auto geht. Du hast nicht mehr viel Zeit. Madison muss jetzt da raus. Oh Mann, nochmal versuchen oder was? Moment mal, warum solltest du mir eine Limo kaufen? Oh, die Limo. Wolltest du keine Limo? Ich habe keine Limo bestellt. Das habe ich wohl etwas verwechselt. Oh, oh, Schlüssel, komm, noch ein Versuch. Wir müssen Madison da rausbekommen. Und zwar hurtig. Moment mal, das stimmt doch etwas nicht. Das Mädchen, mit dem du hier warst. Wie heißt sie? Meinst du Ximena? Ximena, klar, ich erinnere mich an das Mädchen. Butter? Wer? Wo ist dieses Mädchen, die bei dir war? Sie war doch noch eben hier. Oh, oh, oh.
Ja, bitte, Kofferraum, geh auf. Jetzt, schnell. Aus dem Weg. Bist du sicher, dass du nicht noch etwas hierbleiben willst? Verschwinde. Oh, Kofferraum, bitte. Das ist eigentlich der Moment, wo Schlüssel abbrechen. Ja, da ist sie, Madison. Oh, Gott sei Dank. Ich bin wieder frei. Danke, Ximena. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Puh, Gott sei Dank hast du mich herausbekommen. Da kommt dieser fiese Mann. Ja, jetzt kommt Karl. Jetzt sollten wir irgendwie zusehen, dass der den Schlüssel bekommt und vor allem, dass wir hier verschwinden. Karl? Was treibt ihr zwei Gören bei meinem Auto? Weh, ihr habt es angefasst. Weg mit euch, husch! Ximena, verschwinde hier. Wir haben nichts miteinander zu schaffen. Okay. Haut er jetzt ab? Wie ist er jetzt an seinen Schlüssel gekommen? Na egal, Hauptsache er ist weg. Den sind wir los. Madison, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Ximena, du hast es geschafft, Madison herauszuholen. Danke für all deine Hilfe, Ximena, aber Madison und ich müssen jetzt nach Hause. Ja. Nein, werde ich nicht. Ich gehe erst nach Hause, wenn Knight das gerettet ist. Madison, hör mir zu. Wir gehen nach Hause und das war's. Du kannst nicht wetten, dass du die nächsten Jahre... Du kannst wetten, dass du die nächsten Jahre Hausarrest hast. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Und erst dein Großvater. Er war ganz außer sich, als er von Fort Pinter nach Hause kam und du fort warst. Tut mir leid, es tut mir so leid. Aber... Kein Aber, wir gehen jetzt nach Hause. Aber du hörst mir nicht zu. Dieser dumme Mann hat mein Pferd. Er hat die Sender an seinem Auto und sogar die dumme Aktentasche. Ich schwöre, wenn du sie öffnest, erfahren wir alles, was wir missen müssen. Oh Mann. Madison, was für eine Aktentasche? Sag mir nicht, dass du eine Aktentasche mitgenommen hast. Diese Aktentasche, sie lag zusammen mit dem Sender im Auto des dummen Manns. Ich dachte, wir bräuchten eine Art Beweis. Ximena, ich konnte sie nicht öffnen. Kannst du es versuchen? Wenn wir sie öffnen können, finden wir vielleicht heraus, wo Nightdust und die anderen Pferde sind. Oh, Madison. Moment mal, du kannst doch nicht einfach die Aktentasche von jemand anderem öffnen. Aber wie finden wir sonst heraus, wo Nightdust ist? Madison, es reicht. Wir öffnen diese Reisetasche nicht. Wir müssen stattdessen Karl finden, um uns zu entschuldigen und die Aktentasche zurückgeben. Ich werde mich nicht entschuldigen. Oh, Mann. Jetzt hör auf zu diskutieren, Madison. Karl hat dein Pferd nicht. Er ist vermutlich nur ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Ximena, danke noch einmal für all deine Hilfe heute. Aber es war ein langer Tag und ich denke, sowohl Madison als auch ich brauchen etwas Ruhe. Ich werde versuchen, ein Hotel zu finden, in dem wir bleiben können. Madison und ich können hier nicht weg, bis diese Aktentasche zurückgegeben ist. Wir müssen das Richtige tun. Hilfst du uns, Karl zu finden? Danke, Ximena. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich, wenn wir bereit sind, weiterzusuchen. Bis dahin alles Gute. Wir sehen uns bald. Ruh dich etwas aus, bevor du gehst. Nimm dies hier als Dankeschön für all deine Hilfe bei der Suche nach Madison heute. Oh, das war's? Fortsetzung. Was passiert als nächstes? Die Geschichte hört noch nicht auf. Du kannst dich auf spannende Abenteuer in den nächsten zukünftigen Updates auf Star Stable gefasst machen. Halte die Augen auf. Die Geschichte geht schon bald weiter. Tja, ihr Lieben, das war's tatsächlich. Was haben wir denn jetzt noch bekommen? Ein schwarzes Farm-T-Shirt. Oh, das ist hübsch. Bleib doch mal stehen. So, das ist wirklich schön. Wie sind die Werte? Da habe ich jetzt wieder nicht drauf geguckt. Oh ja, und das ist sogar Championatsgeeignet. Verkaufspreis wären 625 Schillinge. Aber Geschenk von der Hightower-Familie für deine Hilfe bei der Suche nach Madison. Reiten plus 8, Springen plus 1 und Buffet plus 4. Und somit championatstauglich und ich finde es wirklich, wirklich hübsch. Tja, ihr Lieben, hier beenden wir dann mit Part 6 die Questreihe um Jorvik City. Hat mega Spaß gemacht mit euch und ja, diese Questreihe war wirklich mega spannend. Ich muss wirklich sagen, da haben sie sich ins Zeug gelegt und richtig was Tolles auf die Beine gestellt. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns, wir hören uns in irgendeiner anderen Folge und vielleicht gibt es ja auch bald wieder neue Quests, dass wir hier weitermachen können. In Jorvik City und einem Ideensplatz. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss!